Hallo zusammen, ich möchte mit euch die Gleichung x² minus y² ist gleich 7 lösen. X und y sollen ganze Zahlen sein und wir wollen für diese Gleichung alle Lösungen finden. Und ganz bestimmt ist euch bei der linken Seite aufgefallen, dass wir hier eine Differenz von Quadratzahlen finden und hier können wir die dritte binomische Formel anwenden. Wir können also diese Differenz als ein Produkt schreiben. Es gilt, dass a² minus b² das gleiche ist wie in Klammern a minus b mal in Klammern a plus b. Und diese dritte binomische Formel, die wenden wir jetzt an und erhalten damit x minus y in Klammern mal x plus y und das soll 7 ergeben. Die 7 ist eine Primzahl, besitzt also genau zwei Teiler, nämlich die 1 und sich selbst, also die 7. Und damit gibt es jetzt gar nicht viele Möglichkeiten, wie wir die 7 als Produkt zweier Faktoren darstellen können. Da haben wir dann einmal 1 mal 7, dann können wir die Faktoren vertauschen, also 7 mal 1. Und wir können noch letztendlich minus 1 mal minus 7 rechnen, was ebenfalls 7 ergibt. Und wir können auch hier noch einmal vertauschen, also minus 7 mal minus 1, was dann auch 7 ergibt. Insofern müssen wir vier Fälle betrachten, wenn wir alle Lösungen dieser Gleichung finden wollen. So, wie können wir jetzt fortfahren? Wir wissen, dass x minus y im ersten Fall gleich 1 ergeben soll. Und wir wissen, dass x plus y im ersten Fall 7 ergeben soll. Wir erhalten also ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Und dieses Gleichungssystem, das können wir lösen und erhalten dann die Lösung für x und y. Und da wir jetzt vier Fälle betrachten wollen und im Nachhinein dann nicht vier solcher Gleichungssysteme lösen wollen, betrachten wir dieses Gleichungssystem einmal etwas allgemeiner. Wir sagen also, dass x minus y a ergeben soll, wobei a steht jetzt einfach für diesen ersten Faktor, also für 1, für 7, für minus 1 und für minus 7. Und x plus y, das soll einmal b ergeben, wobei b für den zweiten Faktor steht, also für 7, 1, minus 7 und minus 1. Lösen wir dieses Gleichungssystem einmal allgemein. Wir haben hier minus y, wir haben hier plus y, das bedeutet, wenn wir diese Gleichung einfach addieren, dann ergänzt sich y zu 0, wir erhalten eine Gleichung, die nur noch von x abhängt und diese können wir dann nach x auflösen. X plus x, das ergibt 2x, minus y plus y, das ergibt 0 und dann noch die rechte Seite a plus b. Wir dividieren noch durch 2 und erhalten für x ist gleich a plus b geteilt durch 2. Und dann können wir beispielsweise noch diese Gleichung nach y auflösen. Wir rechnen also einfach minus x und erhalten dann für y ist gleich b minus x. Und jetzt brauchen wir einfach nur noch in diese Gleichung einsetzen und bekommen dann unsere Lösung für x und y. Ich fasse diese Ergebnisse einmal in einer Tabelle zusammen. Also dann haben wir die Lösung für x, wir haben die Lösung für y. Setzen wir zunächst für x den ersten Fall ein, also wir betrachten a als 1 und b als 7. Dann haben wir also 1 plus 7, das ist 8 und geteilt durch 2, das ergibt 4. Und dann haben wir y, b, also 7 minus x, 7 minus 4, das ergibt 3. Und damit haben wir unser erstes Lösungspaar, 4, 3. Betrachten wir den zweiten Fall, 7 mal 1, und setzen wieder für a plus b ein. Dadurch, dass wir jetzt nur die Faktoren vertauscht haben, kommt hier wieder die gleiche Summe heraus, also 8. Und 8 geteilt durch 2 ergibt 4. Also x kann noch einmal den Wert 4 annehmen. Und dann für y ist gleich, b ist jetzt 1. Und dann 1 minus 4, das ergibt minus 3.
Und so können wir dann auch noch die Fälle 3 und 4 betrachten und erhalten minus 4 minus 3 und minus 4 plus 3. Also gibt es für unsere Gleichung 4 geordnete Zahlenpaare. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.